Ja, hallo und willkommen auch von meiner Seite zu unserem heutigen Nachmittagswebinar zusammen mit Voltimum. Mein Name ist Elmar Löffler, ich bin Tutor des heutigen Nachmittags und möchte Sie gerne durch das Programm durchführen. Nun, die Themen AG, für die ich arbeite, ist sicher vielen bekannt für ja, qualitativ hochwertige und innovative Produkte in den Bereichen Zeit, Licht, Klima und Systeme. Und ich denke, wir können sagen, dass jedes unserer Produkte für nahezu 100 Jahre an Erfahrung und Leidenschaft für technische Innovationen entsprechend steht. In den kommenden circa 40 Minuten widmen wir uns dem Hauptthema Smart Home Systeme, wie es auch auf der Voltimum Webpage entsprechend ausgelobt worden ist. Und ich wünsche Ihnen in den nächsten paar Minuten viel Spaß bei der Entdeckung von Luxor Living. Man muss nicht unbedingt Systemintegrator sein, um ein Smart Home System, ein intelligentes, ein kommunikatives Gebäude entsprechend zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und ich hoffe, ich schaffe es da heute Nachmittag, dass ich entsprechend Ihnen auch die Überzeugung dazu entsprechend noch bereitstellen kann. So, was hat uns riesig gefreut? Es hat uns riesig gefreut, dass diese Geräte, die wir hier entsprechend auch in der Hardware zu sehen bekommen, dass die kurz ja, nach Beginn der Light & Building noch mit einem Award für uns völlig unerwartet entsprechend ausgezeichnet worden ist von Smart House für ein innovatives und sehr einfaches System der Gebäudetechnik. Freut uns sehr, herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Und nun gut, viel Spaß jetzt bei der Entdeckung von Luxor Living. So, Luxor Living. Wenn man die Vergangenheit kennt, versteht man dann auch vielleicht auch die Zukunft. Warum fange ich oder warum beginne ich mit diesem Satz? Weil wir bereits im Jahr 2002 mit dem Luxor System 1, ich sag mal, begonnen haben, so die ersten Schritte in Richtung Smart Home zu tun. Das heißt Einfachheit der Installation, Einfachheit der Integration. Das System war damals so aufgesetzt, dass mit einem Schraubendreher die ganze Konfiguration gemacht werden konnte. Auch damals war da schon ein Bussystem dahinter. Aber was es damals letztendlich einfach nicht gab, waren Apps. Und das ist heute der Anspruch an moderne Gebäude, an innovative, informative Gebäudeinformationen. Ja, dass man das einfach auch anzeigen kann, dass man die abrufen kann, der im Haus oder wenn man auch außerhalb des Hauses sich bewegt. Gibt einfach Sicherheit und ein gewisses Maß natürlich auch an Komfort. Ist einfach der Zeitgeist, den wir heute erleben. Und den Anspruch wollen wir euch gerne entgegenkommen. Es sind natürlich viele Begehrlichkeiten da von den Funktionen. Ein paar Funktionen möchte ich Ihnen gleich am Anfang so ein bisschen vorstellen. Dazu gehören natürlich die klassischen Standards, alles was mit Lichtschalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, die damit einhergehenden Wetter, ich sag mal, Überwachungsmodule, die dann bei entsprechendem Wind oder Regen, wie auch immer, irgendwelche Jalousien oder Markisen dann in eine sichere Position bringen. Dann alles, was natürlich mit Temperaturregelung zu tun hat, Panik, Sicherheit, wenn man ich sag mal, etwas, ja, ungewöhnliche Geräusche im Gebäude hört. Zentral aus, wenn man das Haus verlässt, Leaving Home, dass man einfach sicher sein kann, dass alle, ich sag mal, Verbraucher, vielleicht auch kritische Verbraucher, dann entsprechend abgeschaltet worden sind. Oder dann auch Links zu E-Mails, Anwesenheitssimulationen, Szenen, externe Kommunikation, Alexa Talk, also Sprachsteuerung, IP und so weiter. Also das einfach nur mal ganz grob angerissen. Im Detail und wirklich im Detail finden Sie die Auflistung hier. Die ist hier so fein granuliert, wie Sie sie im Moment auf der Webpage luxorliving.de noch nicht finden werden, die aber in der Bälde entsprechend dann auch nachgepflegt werden wird. Also Sie sehen hier eine ganz erquickliche Anzahl von Funktionen, die man mit Luxor Living erreichen kann. Ich lese jetzt nicht alle Details entsprechend vor. Ich unterstelle einfach, dass Sie das in Ruhe vielleicht selber nochmal durchlesen möchten. Letztendlich möchte ich nur auf ein Thema vielleicht kurz eingehen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Dass Luxor Living als einziges System momentan im Markt die volle Auslesbarkeit des Projekts ermöglicht. Das bedeutet, wenn ein Installateur beispielsweise oder ein Systemintegrator oder eine Systemintegratorin, damit auch das nicht vergessen wird, beispielsweise die Anlage in Betrieb genommen hat, nach ein paar Jahren, altersbedingt wie auch immer, gibt es die Firma nicht mehr, eine neue Firma wird gebeten, vorbeizuschauen, eine kleine Änderung oder sowas zu machen. Tja,
Bei den meisten oder bei allen anderen Herstellern, ja, haben wir ein bisschen Problem, die Auslesbarkeit des vorhandenen Programmes zu gewährleisten. Luxor Living erlaubt Ihnen das. Das heißt wirklich alles, alle Details, alle Texte, alle Verknüpfungen, alle Einstellungen sind voll auf Knopfdruck entsprechend auslesbar. Ich denke, das ist sehr, sehr bemerkenswert und auch ein Thema, was in die Sicherheit entsprechend und in die Zukunft gerichtet ist. Auf der Seite vielleicht ganz kurz erwähnt, eine Information, die hier kurz erwähnt sein möchte, auch bezüglich Zukunftssicherheit. Wir haben die Möglichkeit mit einer Datenbank, die entsprechend zertifiziert ist, können wir auch eine existierende Luxor Living Anlage in der Zukunft, wenn das erforderlich sein sollte, in die KNX-Welt zu überführen. Das bedeutet, die Hardware kann im Gebäude bleiben. Wir verwenden eine Datenbank, die entsprechend zertifiziert ist, und wir können dann entsprechend diese Geräte nutzen, um mit weiteren KNX-Geräten entsprechend zu kommunizieren oder ihre Anlage entsprechend auszubauen. Ich denke, das sind bemerkenswerte Attribute, die dieses System Ihnen entsprechend bietet. Möchte Ihnen aber auch an der Stelle natürlich ein paar Informationen geben, so welche Vorteile liegen letztendlich in dem System für den Installateur, für den Systemintegrator. Ich denke, das darf man zu Recht in den Raum stellen, dass wir natürlich eine hohe Funktionalität und eine Weiterentwicklung des Systems permanent vorantreiben. Unsere Bits und Bytes im Hintergrund in der Entwicklung sind natürlich bereits dran an der Weiterführung, an neuen Ideen, um dieses System natürlich wirklich up to date zu halten und die Ansprüche, die Anforderungen aus dem Markt, um denen gerecht zu werden. Wir haben eine sehr, sehr einfache und sichere Verdrahtung, das heißt ein Bus. Verdrahtung, Zweidraht, somit sehr einfach zu verdrahten, sehr schnell zu verdrahten. Wir setzen auch bei Luxor Living auf eine bewährte Hardware, auf eine Plattform, die seit vielen Jahren mit exzellenten Schalt, Dimmwerten beispielsweise auf sich aufmerksam macht. Wir haben eine einzigartige Geräteintegration, die zeige ich Ihnen nachher live und entsprechend auch eine unbekannte Anlage beispielsweise, die kann sofort entsprechend ausgelesen werden, also diese Rücklesbarkeit beispielsweise. Dann haben wir entsprechend die Steuerbarkeit über App, iOS und so weiter. Wir können, auch das ist, denke ich, bemerkenswert für den Systemintegrator und für den Installateur, dass man beispielsweise schon in der Werkstatt selber die Anlage konfigurieren kann, wenn man also von dem Kunden das Profil hat, was gemacht werden soll, welche Funktionen er gerne haben möchte, kann man die Software bereits im Hause in der Werkstatt integrieren oder quasi konfigurieren und kann dann in das Gebäude selber gehen, in den Rohbau, meinetwegen, wo dann die Geräte schon hardwaretechnisch installiert sind und kann dann entsprechend die Software einspielen. Für den Endkunden, ich denke, den muss man natürlich genauso im Auge behalten. Für den Endkunden natürlich ist es wichtig, dass ein namhafter Hersteller dahinter steht, dass natürlich mit einem sehr geringen Verdrahtungsaufwand das Ganze gemacht werden kann, weil hier natürlich die Kosten eine sehr, sehr wichtige und nicht unerhebliche Rolle spielen. Das Thema Verlässlichkeit wird im Prinzip durch bewährte Hardware, die wir seit vielen Jahren entsprechend hier einsetzen und nutzen und auch weiterentwickeln, untermauert, zukunftsorientiert, weil updatefähig jederzeit. Das heißt, diese Schnittstelle IP1 oder auch die Geräte sind jederzeit updatefähig, steuerbar über die üblichen Clients, das heißt iOS, Android oder Windows. Und ich denke auch so ein bisschen an die ältere Generation. Die App, also die Bedienung auf dem Tablet oder auf dem Handy, die App selber, die automatisch generiert wird, was ebenfalls sehr bemerkenswert ist. Die Tasten sind sehr großflächig ausgeprägt, sodass im Prinzip auch ältere Menschen, die vielleicht in ihrer Motorik schon etwas eingeschränkt sind, doch sehr gut diese großen Tasten entsprechend finden und auch entsprechend die Bedienung dann abrufen können. Ja, Sicherheit, Nutzerprofile für die Familie anpassbar. Das gehört einfach mit dazu. Sie wissen ja, Rechte muss man sich verdienen, Pflichten bekommen auferlegt. Also wenn Sie Ihre Kinder beispielsweise irgendwelche Rechte zugeben möchten, dass sie bestimmte Teile Ihres Gebäudes steuern können oder sollen, dann haben auch hier Sie die Möglichkeit, das zuzulassen. Aber natürlich auch die Einschränkungen haben Sie jederzeit, können dann selbst beispielsweise irgendwelche Szenen, Profile und so weiter anlegen. Ich denke, das ist alles selber eine sehr gute Argumentation, auch eine sehr griffige Argumentation zum Endkunden hin. Und ich denke, was auch ein sehr gutes Gefühl an Sicherheit entsprechend bringt, ist beispielsweise die Handbedienung direkt an den Geräten. Häufig ist vom Endkunden immer so ein bisschen die emotionale Gefahr gesehen,
Ja, wenn der Bus mal ausfällt, dann bin ich ja völlig ausgeliefert und ich kann im Prinzip gar nichts mehr machen. Das ist nicht so. Auch das Luxer Living System ist momentan das einzige System, was es erlaubt, direkt an den Schaltmodulen oder Aktoren beispielsweise, dass sie über die Taste Licht ein, Licht aus, manuell dimmen oder auch Jalousien rauf runterfahren können. Ich denke, auch das sind Themen, die für den Endkunden durchaus interessiert und für Sie als Systemintegrator oder als Elektroinstallateur, ich sage mal, griffige Argumente bietet, um Ihren Kunden zu begeistern. So, wenn wir uns klein wenig Zeit nehmen, beispielsweise für die Verdrahtung, dann ist das relativ simpel, ich sag mal, erledigt, sage ich einfach mal, Point to Point. Das heißt einfach ein Zweidraht-Bussystem, Zweidraht-Buskabel. Wir empfehlen hier aus Erfahrung, das KNX-Buskabel zu nehmen. Weshalb? Wir haben hier ein über viele Jahre erprobtes Buskabel, was geschirmt ist, was sehr gute mechanische Eigenschaften entsprechend hat. Wir benutzen auch die Busklemmen in dem Zusammenhang, weil sie einfach eine sichere, über viele Jahrzehnte in der Zwischenzeit schon, eine sehr sichere Art der Datenverbindung entsprechend darstellen. Und warum soll man nicht, ich sag mal, auf bekannte Systeme zurückgreifen, um einfach die Sicherheit und die Beständigkeit unseres Systems zu untermauern? Was man nicht tun sollte, ist im Prinzip genau das hier. Das heißt, man sollte natürlich an der Stelle keinen Ring, keinen geschlossenen Ring auch in dieser Busleitung machen. Also das sollte man gefälligst sein lassen. Das würde dann, ich sag mal, den Bus ja ein bisschen beschäftigen und das System quasi lahmlegen. Also das sollte man bei der Installation bitte beachten. Wo sind die Limitationen? Wir brauchen im Prinzip ein Netzteil. Das Netzteil kann bis zu 64 solche Module entsprechend versorgen. Das kleinste Modul steuert zwei Geräte, das größte Modul steuert 16 Geräte. Das heißt, Sie können sich daraus schon relativ schnell zusammenfassen, dass Sie ja nicht ein sehr anspruchsvolles Einfamilienhäuschen oder auch eine kleine Firma ganz problemlos mit Luxor Living entsprechend ausstatten können. So, gehen wir mal ein klein wenig in die Funktionen, in die Details. Ich denke, was sehr wichtig ist, auch wieder hier an den Endkunden gerichtet, dass wir eine völlige Freiheit haben in der Taster-Design-Auswahl. Das bedeutet, wir haben Möglichkeiten der Integration, dass egal welches Design gewünscht, entsprechend in das Luxor Living System integriert werden kann. Wir nehmen hierzu beispielsweise, das wäre ein Modul, das ist so ein Binäreingang, also der quasi zwei Zustände kennt, ein oder aus. Und wir können hier beispielsweise die Taster anschließen. Wir könnten aber im Prinzip genauso einen Bewegungsmelder oder ein anderes Gerät anschließen, was ein Potenzial mit sich führt. Der Vorteil dieser Module natürlich ist einfach, dass wir eine Distanz von bis zu 100 Meter von diesem Gerät bis zum zu integrierenden Gerät beispielsweise zulassen können. Ich denke, das ist ein großer Vorteil. Und wie gesagt, auch nicht potenzialfreie Geräte können integriert werden. Also hier eine sehr, sehr hohe Flexibilität und damit kann man beispielsweise auch Taster integrieren. Oder man kann es natürlich auch über die kleine Tasterschnittstelle machen. Sehr klein, kann problemlos unter einen Taster, unter einen Temperaturregler, irgendwo in einer Doppelwand, wie auch immer, untergebracht werden. Und je nach Ausprägung bis zu 8 Taster beispielsweise oder 8 Funktionen, das könnten auch Fensterkontakte sein, können hier mit diesem kleinen Tastermodul entsprechend integriert werden. Die Funktionen selber, die beschränken sich auf, ich sag mal, Schalten, Dimmen, Jalousie, kann man aber individuell dann über die Integrationssoftware entsprechend zuordnen. Überhaupt kein Thema. Wenn wir uns dem Thema Schalten, das heißt diese Aktorik selber, mal anschauen, haben wir hier natürlich, wie gesagt, im Vorfeld natürlich freie Tasterwahl. Wir integrieren die entsprechend über das Bussystem und hier haben wir entsprechend sehr robuste, sehr stabile Relais, die wir über Jahrzehnte in der Zwischenzeit nutzen und die uns sehr beachtliche Werte, ganz speziell für LEDs natürlich, die, ja, ich denke, Sie wissen das, sehr hohe Einschaltströme generieren. Und die Relais oder die Hardware dazu ist wirklich dazu aufgebaut und ausgelegt, dass wir bis zu Einschaltströmen von 800 Ampere kurzzeitig entsprechend schadlos überstehen. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft auch, dass dieses System auch, ich sag mal was, Langlebigkeit mit guter Hardware ausgestattet ist. Dasselbe gilt natürlich für den Dimmer, der LED optimiert ist. Wir haben hier sehr viel Erfahrung, sehr gute Erfahrung gemacht aus einem anderen Busfeld und haben natürlich auch hier diese Technik, dieses Wissen mit übernommen in Luxor Living. Da gibt es den kleinen, das ist der D2, der allerdings
mit einer sehr hohen Dimmlast-LED entsprechend auffordert, oder der D4, den wir hier beispielsweise haben, der dann vier Kanäle oder vier Lichtquellen dann universell entsprechend dimmen lässt. Also ganz hervorragendes Modul, entsprechend speziell für LEDs gemacht. Dann gibt es natürlich auch die Jalousiemodule, um Jalousien, Markisen, Rollläden und so weiter zu betreiben. Jederzeit über die Tasten beispielsweise auch im unprogrammierten Zustand bedienbar. Alles kein Problem. Dann integriert natürlich die Wetterstation, wenn man das automatisiert haben möchte. Das heißt, wenn die Beschattung automatisiert nach irgendwelchen Helligkeitsbedingungen automatisch stattfinden soll beispielsweise. Aber wenn wir im Büro sind, wenn wir mal nicht zu Hause sind und heftiger Wind oder heftiger Regen kommt auf, dann sorgt die Wetterstation dafür, dass natürlich die Jalousienmarkisen in die vorher definierte Position entsprechend fahren, um entsprechend schadlos diesen, ja, vielleicht einen Unwettersturm entsprechend zu überstehen. Kann man natürlich auch nutzen, die Wetterstation, um beispielsweise je nach Dämmerung oder Helligkeitssituation, dass man dann den Sichtschutz während der Nachtstunden automatisch entsprechend auslöst, ist eine Frage der Konfiguration letztendlich. Das Thema Temperaturregelung ist natürlich auch ein Thema in Luxor Living. Zur Klimatisierung, das bedeutet also nicht nur heizen, sondern wahlweise auch kühlen. Für Radiator, Kühldecke, Fußbodenheizung, wie auch immer. Einfache Einstellung über das Stellrad und kleine Rückinformationen hier oben über diese LEDs, die hier entsprechend anzeigen, ob das System im Heizen oder im Kühlen ist. Und ja, so ein kleiner Gimmick beispielsweise, wenn es dämmerig wird, das heißt, wenn es dunkel wird bei Nacht, dann werden diese Kontrolllampen entsprechend auch runtergedimmt, dass sie möglicherweise nicht zerstörend so während der Nacht empfunden werden. Kleiner Gag. Ich denke, der ein oder andere wird das sogar zu schätzen wissen. Ja, so als kleines ja, Add-on haben Sie hier integriert in diesen Temperaturregler noch eine Vierfach-Tasterschnittstelle. Also das Gerät hier ist letztendlich hier mit integriert und Sie haben hier die Möglichkeit, Taster, die beispielsweise sich in der Nähe von diesem Temperaturregler befinden oder auch Fensterkontakte beispielsweise hier noch in diesen Temperaturregler zu integrieren. Also auch hier Zusatzfeature, Zusatznutzen. Und dann gehört natürlich auch klar, wenn der Temperaturregler Wärme oder auch Kühlung anfordert, gehört natürlich auch das Schaltmodul dazu. Das wäre dann beispielsweise der H6, der dann möglicherweise hier solche Stellantriebe ansteuert am Radiator, an den Fußbodenheizkraftverteilungen beispielsweise. Also einfach ideales Modul, was ideal in dieses Konzept entsprechend zusammenpasst. Tja, und dann das Herzstück der Anlage letztendlich, Luxor Living IP1. IP1 ist ein Modul, was wir zwingend zumindest mal in den Anfangsminuten dann brauchen, wenn es um den Download, das heißt um die Programmierung, die Konfigurierung des Systems letztendlich geht. Wir haben hier unten im unteren Bereich, da haben wir ein LAN-Kabel, LAN-Anschluss entsprechend dran, der entweder direkt mit dem Computer verbunden werden kann, damit wir das Programm runterladen können in die Anlage. Oder möglicherweise, wenn das IP1 in der Anlage verbleiben soll, dann von hier beispielsweise an den Router verbunden wird. Und somit haben wir dann per WLAN, also sprich mobil, dann die Möglichkeit, innerhalb des Hauses unsere Gebäude zu steuern. In dieser IP1, wie wir sie nennen, wird entsprechend auch, ja, werden Zusatzfunktionen noch abgebildet. Das heißt, alle Zeitfunktionen, Szenen, Mandantenverwaltung, Passwortschutz und natürlich auch die Anwesenheitssimulationen nicht zu vergessen, werden hier entsprechend hinterlegt und abgespult. So, wie sieht das Ganze so insgesamt aus? Mal ein bisschen schematisch. Was, wir haben hier solche Relaismodule, wir haben hier die ganze Sensorik oder die Integration. Dann haben wir hier ein kleines Netzteil, was wir dazu brauchen. Wir haben hier entsprechend die IP1 beispielsweise und wir haben das WLAN-Modul entsprechend, also sprich den Router dazu. Und wir haben die IP-Zentrale, die wir natürlich hierzu brauchen, dann ist im Prinzip diese Fernbedienung entsprechend möglich. Wenn wir dieses Modul rausnehmen würden, das heißt die IP1, dann würde das zur Folge haben, dass wir ja zwangsläufig keine App-Kommunikation mehr haben, aber das System funktioniert trotzdem, wenn es programmiert ist. Die ganzen Schaltmodule reagieren auf die Taster, reagieren auf die Wetterstation und so weiter. Das ist dann im Prinzip einfach die Version, die wir dann, ich sag mal, auch anbieten können. Ja, wenn es dann einfach wenn ein bisschen gespart werden sollte, also wenn diese App-Bedienung beispielsweise nicht gewünscht sein sollte. Und wenn die IP1 nicht dabei ist, dann heißt das keine Szene, kein Zeitprogramm und auch keine Anwesenheitssimulation. Also das muss einfach so nebenbei noch bemerkt werden, wenn man sich das entsprechend dieses Modul raussparen möchte.
So, weitere Fragen mögen sich möglicherweise jetzt hier ergeben. Das heißt, wie wird beispielsweise konfiguriert? Das zeige ich Ihnen gleich. Was benötige ich dazu? Wo bekomme ich die Tools? Was kosten sie? Gibt es möglicherweise schon Tutorials für später oder nochmal zum Nachschauen? Oder gibt es möglicherweise erweiterte Workshops hierzu? Da werde ich Ihnen gleich ein paar Informationen dazu geben. Die erste Antwort möchte ich Ihnen geben im Zusammenhang, wo bekomme ich denn die Software her? Hierzu möchte ich Ihnen unsere Website luxerliving.de entsprechend ans Herz legen. Wir haben hier unten im unteren Bereich Links und bei diesen Links beispielsweise haben wir die Downloads bereitgestellt für die Software zur Konfiguration, das ist die Luxor Plug. Mit der werden Sie entsprechend Geräte finden, aufspüren und entsprechend die Konfiguration machen. Später natürlich auch den Download zwangsläufig. Und Sie haben die Luxor Play, das ist entsprechend dann die App oder den Link zu den Apps entsprechend, die Sie dann auf Ihr Handy, auf Ihr Tablet und so weiter aufladen müssen. So, im App Store selber, hier haben wir im Prinzip, ich sage mal für Google, das ist hier der genaue Pfad. Dann finden Sie entsprechend die Luxor Play, das ist in der iOS. Toolbar bei den iTunes entsprechend der Pfad dazu. Diese App müssen Sie einfach auf Ihren Client runterladen und danach geht alles relativ schnell. Was wir momentan anbieten, gerade jetzt für den Anfang, sind ja kleine Starter-Kits. Einmal nur beschränkt auf Antriebe, wenn man beispielsweise nur einen Wintergarten beschatten möchte oder wenn man sich nur mal dem Thema Beleuchtung widmen möchte oder natürlich eine Kombination aus beidem. Diese Möglichkeiten sind gegeben. Das Thema Video-Tutorial. Video-Tutorial bedeutet, wir haben hier schon eine ganze Menge Video-Tutorials zu verschiedensten Themen. Wie kann ich entsprechend generell, ich sag mal, Luxor Living programmieren? Wie mache ich die Rechtevergabe? Wie binde ich beispielsweise eine Kamera ein? Und all diese Dinge, die können Sie hier bereits in hinterlegten Tutorials entsprechend mal abrufen. So, das war im Prinzip der eine Teil. Dann wechseln wir entsprechend hier in die Software, die Luxor Plug Software. Ich habe die bereits geöffnet und an der Stelle machen wir vielleicht mal so ein kleines Beispiel. Machen wir einfach mal Voltimo Maus. So, dass wir hier natürlich noch, ich sag mal, den Bauherrn, den Installateur und so weiter alles eintragen können. Das versteht sich von alleine, aber an der Stelle würde ich sagen, das können wir uns schenken. Das Ganze wird entsprechend abgespeichert. Da werden wir also von der Software gleich dazu gezwungen, diese Hygiene entsprechend gleich am Anfang entsprechend zu tätigen und danach macht die Software automatisch diese Speicherungen in den jeweiligen Pfad, in den jeweiligen, ja, in das jeweilige Register von Windows Explorer beispielsweise. So, dann kriegen Sie hier kleine, ja, so eine kleine Oberfläche, die eigentlich hier schon ein bisschen signalisiert, wo soll es langgehen, was sollen wir tun. Wir haben hier also die Möglichkeit, beispielsweise hier die Anzahl der Stockwerke festzulegen. Also die Anzahl der Stockwerke, die sind zweistellig, im hohen zweistelligen Bereich. Also das wäre theoretisch möglich. Wir belassen es einfach mal bei zwei Stockwerken. Und wenn uns jetzt der Hausherr beispielsweise sagt, ja, wir haben jetzt also im Erdgeschoss beispielsweise, ja, unser Wohnzimmer, wir haben da ein Schlafzimmer, wir haben da ein Esszimmer. Ich glaube auch, dass da eine Küche sein könnte. Dann haben wir einen Flur. Vielleicht noch eine Gästetoilette und im oberen Geschoss beispielsweise haben wir dann Kinderzimmer, also dieses kleine Symbol, also ist keine Ameise, sondern soll ein kleines Kinderzimmer darstellen. Auch da oben haben wir einen Korridor, da haben wir vielleicht auch noch ein Bad. So würde man quasi schon mal die Räume definieren, die es letztendlich später zu konfigurieren gibt. Das dient der Übersicht und das sind letztendlich auch die Icons, die Sie später völlig automatisch generiert auf Ihre App entsprechend übergespielt bekommen. So, jetzt habe ich hier vielleicht, ja, vielleicht ein Zimmer zu viel reingezogen. Wenn ich hier mal auf diesen Trash gehe, dann kann ich dieses Zimmer sofort rauslöschen. Oder ich kann es beispielsweise, wenn ich das möchte, auch umbenennen, wenn ich das mag, mit dem Stift. Die Möglichkeit habe ich. Das wäre die eine Variante entsprechend, wie ich das machen kann. Ich würde aber auf diese Variante jetzt in diesem Sinne verzichten wollen und zeige Ihnen die Variante, die beispielsweise dann Ihnen erlaubt, direkt vor Ort zu finden, die Geräte zu finden, die Geräte vor Ort zu konfigurieren. Und das würden wir quasi dann an der Stelle tun. An der Stelle würde ich Ihnen oder möchte ich Ihnen folgende Informationen geben. Ich arbeite jetzt momentan im Demo-Mode und den Demo-Mode, den würde ich Ihnen auch wärmstens ans Herz legen, wenn Sie die Software von unserer Website runtergeladen haben, dann können Sie nämlich zu Hause schon ein bisschen üben. Und zwar, wenn Sie hier reingehen, Einstellungen und wenn Sie hier den Demo-Mode einschalten, dann
ja, ich sag mal, simuliert die Software, ja, es sind ein paar Geräte da, ohne quasi physikalisch verdrahtet zu sein. Gibt ihnen aber die Möglichkeit, sich entsprechend einfach mal mit der Software vertraut zu machen, ihre eigene Konfiguration zu machen. Und wenn sie später dann wirklich, ich sag mal, eine Echtprogrammierung machen, dann machen sie den Demo-Mode raus und dann sucht das Gerät, sucht die Software dann wirklich reell, was ist entsprechend ja, in der ganzen Verdrahtung an Geräten zu finden. So, versuchen wir einfach mal über einen Klick in diesen Button hinein mal abzufragen, wer ist denn da? Das bedeutet, die Software ruft jetzt quasi einfach in die Installation hinein, wer ist denn da? Die Geräte melden sich nicht nur, dass sie da sind, sondern auch, was sie für eine Funktion haben. Das heißt, ich bin ein Temperaturregler, ich bin ein Jalousiemodul, ich bin ein Integrationsmodul beispielsweise. Die melden sich mit ihren Eigenschaften bereits bei der Software an. Und wenn fertig, wenn alle Geräte gefunden sind, dann sehen Sie hier bereits gelistet, was ist alles da und haben somit im Prinzip die volle Auswahl auf die Geräte bereits. Vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. So viel Hygiene muss einfach sein und ich denke, das hilft später auch bei der Wiederfindung der Geräte, vor allem wenn mehrere gleiche Geräte im System drin sind. Wenn Sie beispielsweise das Gerät in der Unterverteilung montiert haben, das heißt Unterverteilung im EG beispielsweise, und haben das vielleicht irgendwie benummert oder benannt, dann würde ich das vielleicht dann umbenennen in diesem Feld, damit Sie später genau dieses Schaltmodul beispielsweise auch richtig zuordnen können, wenn Sie irgendetwas ändern möchten. Wo ist es denn zu finden? Wo ist es denn installiert? Ja, das so ein bisschen als kleiner Tipp am Rande. Und dann würde ich im Prinzip hier mal in die Räume reingehen wollen. So, was Sie hier jetzt feststellen, da ist schon eine Wetterstation da. Das heißt, wir haben einen Automatismus, der hier festlegt, wenn eine Wetterstation gefunden wird, dann wird die automatisch in, wir nennen sie, zentrale Dienste entsprechend abgelegt. Wenn ich hier mal draufklicke, dann sehen Sie hier schon ein paar Parameter. Das heißt also, Sie können hier beispielsweise die Windschwellen einstellen, wann beispielsweise eine Markise zurückfahren soll bei aufkommendem Wind. Oder beispielsweise, wenn wir hier weiter runter scrollen, wenn wir dann in den Sonnenschutz gehen, beispielsweise bei einer Helligkeitsschwelle von 20.000 Lux, soll die Jalousie auf 70% runterfahren und die Lamellen sollen sich meinetwegen auf 60% ihres Wertes drehen. Dann haben Sie einen kleinen Automatismus, der durchaus charmant funktioniert. Sie haben trotzdem noch ein klein wenig Sicht, ich sag mal, in Ihren Garten möglicherweise, haben nicht ja, die volle Beschattung, wie Sie möchten. Sie können es hier individuell entsprechend einstellen. So, das wäre der eine Teil. Tja, aber da fehlt noch was. Und wenn wir hier auf die Plus-Taste gehen, tja, dann kommen diese Icons, die kommen uns doch langsam sehr bekannt vor, kommen die wieder zum Vorschein. Das heißt, jetzt die ganzen Geräte, die ich gefunden habe, ja, und die möchte ich jetzt einfach zuordnen. Ich habe jetzt beispielsweise im Untergeschoss habe ich ein Wohnzimmer, im Untergeschoss habe ich ein Esszimmer, im Untergeschoss habe ich eine Küche. Dann habe ich eine Gästetoilette, habe einen Flur und im oberen Bereich habe ich beispielsweise das Schlafzimmer, war da was, okay. Und möglicherweise noch, ja, da muss ein Bad eigentlich noch rein. So, lassen wir es einfach damit gut sein, dass wir das Ganze natürlich auch noch umbenennen können. Erklärt sich von alleine, wenn ich hier drauf klicke, es sind noch eine gewisse Anzahl von individuellen Icons da. Das heißt, diese Buttons können Sie dann auch noch etwas individuell gestalten, aber nur im Rahmen dieser von uns zugewiesenen Icons. Also Sie können hier keine eigenen Icons integrieren, zumindest mal momentan nicht. So, wenn wir das alles soweit mal komplettiert haben, das heißt, diese Anzahl der Räume entsprechen auch dem, ja, ich sag mal, dem Objekt Ihres Kunden, dann gehen wir mal in so ein Wohnzimmer rein. Wir haben hier eine freie Fläche und eigentlich bekommen wir hier den Text über den Text schon angezeigt. Ja, was muss ich jetzt denn eigentlich tun? Ich brauche in dem Wohnzimmer beispielsweise eine Schaltfunktion für die indirekte Beleuchtung. Ich nehme hier beispielsweise mal einen Dimmaktor, weil ich irgendeine, ja, so ein bisschen stimmungsvolle Ecke haben möchte. Dann habe ich beispielsweise eine Jalousie für die Südseite. Klimatisieren möchte ich auch so ein ganz klein wenig und ja, wenn ich das haben möchte noch, ich kann auch so eine Szene noch hinterlegen, die da möglicherweise heißt TV oder Radio, keine Ahnung. Fangen wir mal hier oben an. Wenn ich hier draufklicke, dann werden Sie entsprechend feststellen, es sind hier, auch wenn ich hier runterscrolle, entsprechend vorzugsweise nur die Schaltmodule angezeigt. Also ich würde jetzt hier beispielsweise so ein Schaltmodul einfach rüberziehen und hier sei angemerkt an der Stelle, den Text, den Sie hier entsprechend eingeben, das ist der Text, den Sie letztendlich später auch automatisch übertragen bekommen auf Ihre App. Also beispielsweise indirektes Licht oder indirekte Beleuchtung. Indirekte Beleuchtung.
Beispielsweise so, das würde ich beispielsweise so benennen, dann habe ich ein Integrationsmodul, das heißt jetzt einfach ja, einen Binäreingang, wenn ich das so sagen möchte, also Auslöser, den brauche ich jetzt einfach, das wäre beispielsweise jetzt dieser Binäreingang, den nehme ich jetzt hier rüber. Hier reicht es beispielsweise nur die Lage dieses Binäreingangs beispielsweise zu hinterlegen. Das wäre möglicherweise im EEG die Unterverteilung und dann wäre das das Gerät 1 oder wie auch immer. Hier haben Sie freie Auswahl. Hier könnte man einstellen beispielsweise, was hier an diesem Eingang, an diesem Integrationseingang dann entsprechend angeschlossen wird. Taster oder Bewegungsmelder. Taster heißt I1. Einmal draufdrücken, einschalten, wieder draufdrücken, ausschalten. Bewegungsmelder ist quasi wie ein Schalter. Also das sind so die, ja, sag mal, Attribute, die man hier entsprechend noch ein bisschen verändern kann. Klicke ich mal hier drauf, dann fällt Ihnen jetzt vielleicht schon eines auf. Das heißt, per Default, das heißt durch uns, haben Sie jetzt bereits diese indirekte Beleuchtung in Zentral aus, also Living Home, und in die Panik beispielsweise mit integriert. Das heißt, Sie müssen gar nichts mehr tun, sondern wir haben das bereits für Sie vorgemerkt. Wenn Sie das nicht haben möchten, einfach nur Haken weg und gut ist. Sollten Sie zusätzliche Gruppen haben wollen, mehrere Leuchten gemeinsam schalten, dann kann man hier eine neue Gruppe anlegen beispielsweise, gibt er einen Namen und dann hat man die hier dann im Auswahlfeld und kann die entsprechend dann verknüpfen. Gehe ich hier mal in das Dimmen und dann vielleicht fällt Ihnen hier was auf, was hier passiert. Das heißt, Sie bekommen hier automatisch nur die Module angeboten, die natürlich auch für das Dimmen relevant sind. Das heißt, Sie ziehen jetzt einfach wieder so ein Modul rüber und das wäre dann beispielsweise die Sitzecke oder Lichtsitzecke, würde vielleicht Sinn machen. So, dann haben Sie im Prinzip hier Lastauswahl automatisch. Ich würde mal sagen, wir haben heute mit Sicherheit ja, über die Autoeinstellung haben wir die ideale Einstellung für LEDs. Je nachdem, was eine LED kann, was die Dimmleistung anbetrifft, da kann man die bis auf 5% runternehmen. Ist überhaupt kein Problem. Das macht unser Dimmer. Auch hier braucht man natürlich wieder einen Auslöser. Also beispielsweise einfach einen Binäreingang. Der ist dann irgendwo an der Sitzecke, beispielsweise oben. Das ist quasi der Taster oben. Das dient, wie gesagt, nur der Lokalisierung. Und auch hier selbstverständlich wieder die Integration in die Gruppe oder in die Panik. Beschäftige ich mich jetzt beispielsweise mit der Jalousie, dann bedeutet das, ich ziehe jetzt einfach ein Jalousiemodul hier rüber. Das wäre beispielsweise die Südseite, Terrasse. Und ich möchte damit beispielsweise nicht eine Jalousie, sondern beispielsweise eine Markise steuern. Hier kann ich die Windschwelle und so weiter, auf welche Windschwelle das reagieren soll, soll das beispielsweise auf Wind, Regen und so weiter reagieren. Also diese Attribute kann ich hier entsprechend setzen, relativ einfach. Dann gehört natürlich auch ein Auslöser mit dazu. Und vielleicht achten Sie mal hier ein bisschen drauf. Wir haben hier beispielsweise C4, C5. Wenn ich jetzt den C4 hier rüber nehme, dann stellen Sie fest, dass der C5 zumindest mal hier auch verschwunden ist. Das bedeutet, die Software selber nimmt gleich zwei Module mit. Nämlich einmal für auf und den zweiten beispielsweise für die Abfunktion. So, dann wird das Thema schon erledigt. Auch hier Klick auf die Gruppenfunktion. Das heißt, wir haben hier automatisch die Teilnahme an der Panik. Und es obliegt Ihnen jetzt beispielsweise dann diese Südterrasse. Ich würde jetzt mit Sicherheit den Sensor vorne nutzen, dass diese Markise, diese Jalousie auf der Südseite beispielsweise auf den Sensor Wetterstation, der nach Süden zeigt, beispielsweise folgen soll. Würde ich hier so machen, wenn ich hier jetzt in die Heizung reinklicke, nehme ich einfach das Heizungsmodul. Das wäre dann beispielsweise der RTR im Wohnzimmer. Da brauche ich nicht mehr dazu schreiben. Das werden wir später auch noch sehen. Und ich brauche noch einen Sensor mit dazu. Das wäre der Raumsensor. Und der ist dann beispielsweise neben der Türe im Wohnzimmer beispielsweise. So, und fertig ist die Laube. Und sollten wir das noch haben wollen, beispielsweise die Szene selber, ja, da kann ich jetzt nur einen Auslöser dahinter setzen. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier noch einen Taster habe in meiner Sitzecke, das wäre einfach die Lokalisierung wieder und dann wäre das der Taster unten. Dann habe ich im Prinzip auch für später eine klare Zuordnung, so welcher Taster ist womit verbunden. Und mit dem Taster würde ich dann beispielsweise eine Szene, die ich später einlernen müsste oder sollte, entsprechend, ja, kann ich dann zuordnen und abrufen. So, gehen wir mal zurück. Das wäre im Prinzip so ein kleines Beispiel gemacht für das Wohnzimmer. Das wäre es eigentlich schon. Dann gehe ich in die Anlage rüber und ich klicke hier einfach nur noch drauf, Anlage programmieren. Und dann ist eine Frage, wie umfangreich dieses Programm letztendlich gestaltet worden ist. Und dieses Programm wird entsprechend dann runtergeladen. Das kann zwischen 2 und zwischen 5 Minuten in etwa dauern.
Und dann sollte eigentlich, ich sag mal, jede Funktion gegeben sein. Und jetzt kommt der spannende Moment, sage ich jetzt einfach mal, also ja, und wie komme ich jetzt zu einer App? Zu einer App komme ich relativ einfach dadurch, dass ich jetzt quasi hier diese Taste Luxaplay vorbereiten drücke. Da werde ich jetzt natürlich in der Demo-Mode eine Meckermeldung bekommen, weil ich natürlich im Demo-Mode bin. Wenn ich online bin, dann macht jetzt wirklich die Software Luxoplug eine automatische Generierung aus ihrem Projekt, aus den Räumen, die Funktionen, die in den Räumen festgelegt worden sind, eine komplett funktionierende App. Das dauert so ja auch zwischen 2 und 4 Minuten, je nach Umfang. Und diese App ist dann fixfertig. Das heißt, Sie können nichts mehr dran oder brauchen da nichts dran machen, sondern unsere Luxo Plug-Software macht das alles für Sie. Eine unheimlich hohe Zeitersparnis an dieser Stelle sei erwähnt. So, dann klicken wir das einfach mal weg. Dann würde ich entsprechend auch das mal kurz wegschalten und ich gehe jetzt beispielsweise auf diesen Demo-Koffer. Der Demo-Koffer selber, den würde ich jetzt, also der ist bei mir im Raum aufgestellt. Und ich hätte jetzt beispielsweise die Möglichkeit, ich habe hier Luxoplay, das wäre die App, allerdings hier schon in der Windows-Version, die in wenigen Wochen auf unserer Website entsprechend zum Download bereitsteht. Und wenn ich dann beispielsweise auf diese App entsprechend klicke, dann bekomme ich dann entsprechend die Funktionalitäten entsprechend abgerufen. Da habe ich mir jetzt vertippt. Okay, das würde dann bedeuten, so jetzt ist dummerweise das. So, und dann habe ich die Software, die Luxoplay entsprechend geöffnet. Das hier ist quasi die Oberfläche, sehr großflächige Tastatur. Wie erwähnt, ich gehe mal in die Räume rein. Wir haben hier beispielsweise ein Wohnzimmer oder unser Wohnzimmer, was wir angelegt haben. Wir haben hier gleich nebenan im Prinzip unseren Live-Demo-Koffer hier nebenan stehen. Und ich hätte jetzt über die App die Möglichkeit, beispielsweise die Beleuchtung einzuschalten, könnte beispielsweise den Dimmer ansteuern. Ich kann beispielsweise, wenn Sie links oben schauen, die Jalousie runterlaufen lassen oder entsprechend natürlich auch die andere Jalousie. Dann jederzeit natürlich auch stoppbar oder auch Lamellen positionierbar in dem Zusammenhang, wenn ich das möchte. Und auch hier beispielsweise der Raumtemperaturregler wäre integriert. Und wenn ich hier eine größere Temperatur, eine höhere Temperatur abrufe, dann würde mir diese Temperatur entsprechend dann auch später entsprechend angezeigt im Sinne von, dass der Aktor dann entsprechend einschaltet und dementsprechend natürlich signalisiert, also in dem Fall hier eine rote Lampe, dass wir Wärme angefordert haben. Also eine sehr, sehr einfache Art der Integration und wirklich zeitsparend in dem Zusammenhang. Und wenn dann Szenen, Zentralfunktionen, Panik und so weiter oder auch Links hinterlegt sind, dann würden die entsprechend hier findbar sein. Ja, ich hoffe, Sie hatten so einen kleinen Eindruck jetzt gewonnen zu Luxor Living. Entsprechend, ja, Sie haben eine kleine Programmierübung bekommen, ein paar Argumentationshilfen entsprechend bekommen. Und abschließend an der Stelle natürlich auch der Hinweis, wir werden in den nächsten Wochen Workshops und Schulungsmöglichkeiten anbieten. Sie können aber auch gerne unseren Außendienst ansprechen. Alle unsere Außendienstler haben entsprechend einen funktionierenden Demo-Koffer, der ähnlich geartet ist wie den, den Sie hier in meiner kleinen Videopräsentation gesehen haben. Und unsere Kollegen sind auch in der Lage, dass sie Ihnen die ein oder andere Funktion direkt vor Ort sogar noch zeigen können. Ja, ich hoffe, Sie hatten viel Spaß bei Luxor Living. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns bald mal wieder im Sinne eines Tutorials hier wiedersehen würden. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag noch. Ja, am Ende des Webinars möchte ich gerne natürlich auch der Aufgabe noch nachkommen, ein paar Fragen aus der Chatbox zu beantworten. Hier finde ich die Nachfrage ja mit den Szenen, wie viel gibt es denn maximal? Also wir bieten hier an, dass wir 32 Szenen generell verwalten können oder Ihnen anbieten können. Die Szenen selber werden in der IP1 entsprechend abgelegt und die Szenendefinition, das heißt also, wie eine Szene aussieht, welche Beleuchtung, welche Jalousie auf eine Szene entsprechend reagieren soll, das wird dann jeweils im Handy oder in dem Tablet beispielsweise ja, definiert. Da kommt eine weitere Frage, wie viele Clients oder wie viele User, je nachdem, wie man es nennen möchte, können generell auf Luxor Living entsprechend zugreifen. Hier wäre die Zahl 20 zu nennen, wobei an der Stelle die Anmerkung platziert werden sollte, dass zeitgleich maximal 5
Clients-User auf die Anlage zugreifen können. Aber generell 20 kann man hier anlegen. Da kommt eine weitere Frage nach der maximalen Kabellänge, also ein bisschen in die Verdrahtung. Ja, hier wären ca. 600 Meter Gesamtbuskabellänge entsprechend zu nennen. Ich denke, das sollte für ein schönes Einfamilienhäuschen oder für eine kleine Firma eigentlich ja, ausreichend sein. Empfohlen auf jeden Fall ein Kinex-Buskabel, weil es einfach geschirmt ist und einfach langjährig erprobt. Da kommt eine weitere Frage, die ich hier sehe. Ich habe ein Mehrfamilienhaus, sechs Familien beispielsweise, und wir haben hier mehrere ja, Familien, die gerne Luxor Living nutzen möchten. Muss jede Familie dann quasi ihre eigene Wetterstation ja, an der Fassade haben? Hier muss ich die Antwort geben: Stand heute ja. Wir arbeiten aber gerade massiv dran, dass wir hier auch eine Lösung herbeiführen können, dass nur eine Wetterstation an der Fassade hängt und mehrere ja, Apartments oder Wohnungen sich dieser Daten, dieser einen Wetterstation dann später bedienen können. Ich denke, wir können Sie ja, zeitnah darüber informieren, dass wir die Lösung entsprechend parat haben. Da wird gerade noch geschrieben. An der Stelle, oder ich nutze einfach die Zeit, nochmal kurz der Hinweis, Videotutorials, also mehr ins Detail, feingranuliertere Informationen, finden Sie auf www.youtube.com/THE-Theben-AG. Hier finden Sie schon einige Tutorials, weitere werden folgen in den nächsten Tagen und Wochen. Dann finde ich jetzt eine Anfrage noch, ja, wo bekomme ich die Software? Luxor Living Plug oder Play. Ich hatte es eingangs in der Präsentation kurz gezeigt. Auf der Website luxorliving.de finden Sie im unteren Teil der Webpage entsprechende Direktlinks dazu, wo Sie sich die Software direkt downloaden können. Und ich erinnere noch mal kurz dran, wenn Sie da selber so ein bisschen ja, versuchen wollen, sich mit der Software vertraut zu machen, quasi ein bisschen simulieren möchten, als ob eine echte Anlage da wäre, gehen Sie bitte in die Einstellungen, Menüeinstellungen und setzen Sie den Slider entsprechend auf Demo-Mode. Dann können Sie wirklich, ich sag mal, ein kleines Projekt programmieren. Dann simuliert im wahrsten Sinne die Software eine Existenz einer existierenden Anlage. Da finde ich noch eine Anfrage bezüglich Windows Play für Luxor Living, die Luxor Play für Windows, die ich genutzt habe, ist noch eine Beta-Version. Sie werden aber in wenigen, ja, ich sag mal Wochen, auch die Windows Play Version entsprechend zum Download bereit finden oder bereitgestellt finden. Somit sind Sie dann in der Lage, quasi auch von Computer aus zum Beispiel Ihre Anlage zu bedienen oder zu kontrollieren oder Werte abzurufen. Ja, ich denke, das war's für den Moment. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, und sollten Sie weitere Fragen haben, unsere Kollegen im Außendienst oder meine Kollegen in der Hotline helfen Ihnen da sehr, sehr gerne weiter. Tschüss und schönen Nachmittag.